I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Als allererstes muss ich mal was sagen, bevor es heute losgeht mit dem eigentlichen Thema. Danke, danke, danke. Die letzte Woche, die ganze Woche eigentlich, hat so viel Spaß gemacht zu schneiden, zu filmen, zu arbeiten. Ich habe eigentlich gepostet, ab sofort gibt es wöchentlich ein Video von mir. Und zwar immer freitags, weil ich mir gedacht hatte, die Leute wollen am Wochenende einfach mal kurz entspannen, vielleicht mal gucken, was es Neues gibt. Aber das Video kam so gut an, dass ich mir gesagt habe, nee, montags gibt es ab sofort auch immer ein Video, dementsprechend zwei Themen pro Woche. Was ich leider nicht versprechen kann, ist, dass es so bleiben wird. Ich muss mal gucken, wie es zeitlich aussieht, wenn die Schule wieder losgeht. Ich habe ja momentan noch Sommerferien. Ein Jahr habe ich dann noch Schule, danach studiere ich. Und ich bin zuversichtlich, mag aber nichts versprechen. Also dann, viel Spaß mit dem heutigen Video. In meinem heutigen Video geht es um die Fortsetzung der Videoreihe Ein Tag in der Natur, die Brennnessel. Und zwar werde ich heute Schnur drehen und euch zeigen, wie genau das funktioniert, wie versprochen mit noch frischen Pflanzenfasern, da man das mit denen meiner Meinung nach erstmal üben sollte, bevor man daran geht, mit trockenen Fasern zu drehen. Jetzt nimmt man eine der Fasern, wie in der Videoreihe die Brennnessel vorbereitet, und nimmt sie einmal in der Mitte, sodass ich die Enden zusammenführe. Dann habe ich hier genau den Mittelpunkt. Ich nehme die Faser jetzt aber außerhalb von der Mitte, sodass ich eine lange und eine kurze Seite habe. Den Grund dafür, den werde ich euch später genauer zeigen. Jetzt nehme ich das hier außerhalb der Mitte und drehe die Faser um sich selbst so lang, bis Spannung entsteht und ich sie so zusammenführen kann, dass das hier passiert. Sie verdreht sich um sich selbst. Dann nehme ich das Stück und das ist unser Anfang. Das ist die Basis, auf der wir jetzt aufbauen werden. Jetzt haben wir hier das kurze und das lange Stück. Und das Stück, das jetzt zu mir steht, das nehme ich, drehe es zu mir, lege es über die andere, nehme wieder das, das zu mir steht, drehe es zu mir, lege es über die andere und immer so weiter. Zu mir drehen, drüberlegen, zu mir drehen, drüberlegen. Zu mir drehen, drüberlegen. Da hat man irgendwann so den Dreh raus, dass man nebenbei was lesen kann oder sonst was. Man muss aber immer ein Auge drauf behalten, denn das kurze Stück dient zur Verlängerung. Ich mache das jetzt mal, bis es soweit ist. Und dann geht's weiter. Jetzt habe ich das kurze Stück hier, das ist nur noch 5 cm lang. Das ist optimal, es sollte nicht kürzer sein. Wenn es länger ist, gibt das ein blödes Rumgefummel. So ist es perfekt. Hier kann ich jetzt verlängern. Und zwar lasse ich das hier überlappen, 2 cm, und nehme das. Dann kann ich die hier so ein bisschen ineinander verdrehen, die beiden. Und jetzt nehme ich das vorher längere Stück noch von der ersten Schnur und drehe das über die beiden ineinander verdrehten Schnüre. Jetzt nehme ich die verlängerte hier mit der kurzen und drehe beide über die einzelne. Man hat am Anfang nicht so ein Gefühl dafür, deswegen mit feuchten Fasern üben, die sind schön flexibel. Die trockenen können brechen. Das sollte nicht passieren. Deswegen gehört etwas Übung dazu. Nicht viel, es ist kein großes Ding, Schnur zu drehen. Hier ist die Schnur. Im trockenen Zustand dreht man die deshalb, weil die Feuchtigkeit hier jetzt noch verdunstet. Und wenn das passiert, dann wird die Schnur locker. Es zieht sich zusammen und wird dünn wie Haar. Und deshalb muss man warten, bis die Flüssigkeit draußen ist, der Saft, und kann dann die Schnur drehen, so wie sie letztendlich auch sein soll. Hier entstehen dann jetzt Löcher, sie wird locker und ist nicht mehr zu verwenden, weil die Stabilität dann darunter leidet. Und weshalb ich das vordere zu mir drehe und über das hintere lege, ist, wenn ich es zu mir drehe
und dann so rum drüber lege, dass die ineinander greifen und die Schnur so hält. Sonst wird sie ja einfach wieder aufdrehen. Aber so verkeilt sich das und wird dann stabiler. Man sollte auch immer verlängern, in der Mitte einer anderen Schnur. Nehmen wir an, die sind gleich lang. Und ich nehme an der einen 5 cm weg und verlängere. Dann geht ja die Verlängerung über dieses Ende hinaus und ich muss zwei Verlängerungen an einer Stelle machen. Das eine zwar 5 cm weiter, aber das hält dann nicht. Das löst sich dann an der Stelle. Deswegen sollte die eine Verlängerung immer in der Mitte der anderen Schnur passieren. Wenn die gewünschte Länge erreicht ist, macht ihr am Ende einfach einen Knoten, dass es nicht aufgeht. So. Schön anziehen. Und das ist es. Ihr werdet sehen, eure Schnur im trockenen Zustand wird nicht so dick sein wie die hier. Vielleicht halb so dick. Und deshalb, wenn ihr dickere Schnur oder sogar Seile machen wollt, könnt ihr das jetzt nehmen. Allerdings hier jetzt in der Mitte halbieren und von vorne anfangen. Drehen, ineinander verzwirbeln, den Punkt hier nehmen und wieder. Dann wird die Schnur natürlich doppelt so dick, aber halb so lang. Deswegen mache ich meine Schnur grundsätzlich zweimal so lang, wie ich sie eigentlich brauche. Und halbiere sie dann nochmal auf die Art, dass ich eine dickere, stabilere Schnur bekomme. Ich habe hier meine Schnur, das ist jetzt 5 Meter Schnur, doppelt gelegt. Ich mache Schnur für Schmuck. Ich schnitze hier schöne Anhänger und mache da dann die Schnur durch. Das ist Holz aus dem Wald mit Schnur aus dem Wald. Exklusiv für meine Freunde. Der Anhänger hier ist übrigens für eine Freundin, die mir das hier gemacht hat. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das habe ich immer an. Ihr könnt es in meinen Videos immer sehen. Auch wenn ich in die Stadt gehe. Das ist ein tolles Teil. Ich hatte mal eins, das war komplett schwarz. Da ist aber der Verschluss kaputt gegangen. Das hier ist viel breiter, schön stabil. Klasse. Danke. So, mit dem Thema soll es das gewesen sein. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, bitte einfach in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas nochmal genauer erklärt haben wollt, mache ich auch gerne nochmal ein Video darüber. Einfach schreiben. Ihr könnt mir auch persönliche Nachrichten schreiben auf meiner Facebook-Page, die oben auf meinem Kanal verlinkt ist. Oder über YouTube, ganz wie ihr das wollt. Ich lese mir alles durch. Google Plus. Kann man, glaube ich, auch Nachrichten schreiben. Einfach machen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzusehen und zu lernen. Vielleicht habe ich den einen oder anderen ja auch auf eine tolle Idee gebracht. Wenn ihr tolle Ideen habt und selbst irgendwas macht, wenn ihr Schnur macht oder Schmuck, schickt mir eine VA, wenn ihr wollt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren, beim Rausgehen in die Natur. Bis zum nächsten Mal.